Hallöchen Leute, willkommen zurück zur 7. Episode meines Let's Plays Final Fantasy 7. Das reimt sich ja wie geschmiert. Wir sind im Shinra-Gebäude, wir haben eine dramatische Episode in der letzten Episode gemacht. Ich habe euch auch eine kurze Info, was die FPS-Zahlen auch noch gegeben, dass es 30 FPS gelockt ist, dieses Spiel, und die Battles 15 FPS, was sehr traurig ist. Außer dieses Menü ist in 60 FPS, was Fraps hier hochschießt dann. Aber es ist ja irgendwo witzig, finde ich. So, und dann gehen wir jetzt ins Shinra-Gebäude frontal voll rein. Entschuldigung, aber wenn du keinen Termin hast, musst du... Brauch keinen Termin, das ist ein Notfall. Alle, die kein blaues Auge kriegen wollen, machen sich jetzt mal ganz schnell aus dem Staub. Wofür halten sie sich? Glaubst du, das ist Avalanche? Ein Training, er kackt sie. Let's go to the battle. So, knallen wir die jetzt mal weg, die Vollheinis. Ach, das sind nur zwei, das ist ja süß. Auf, komm. Nö. Ne, Handgranate noch sogar. Drecksack. Zack. Gut, du bist tot. Dann ballern wir mir einmal Zauber rein. Ballern wir auch immer einmal Blitz rein. So, nochmal eine Handgranate. Oh, Gott sei Dank. Cloud ist so gut und du ihn einfach schön ablocken. Gut, das war's mit dir. Sehr schön, das war's. Gut. Ja, es wird Zeit ein bisschen für Level Up, hä, Leute? Laufen wir nach ganz oben. Ja, es wird Zeit auch nach ganz oben zu gehen. Aber erstmal will ich hier das nächste Turtles-Ding suchen. Ich hoffe mal, dass es da ist. Okay, gehen wir gleich lieber zum nächsten Battle. Eieiei, schon die nächsten Wachposten wieder. So, einmal Blitz, einmal Eis. So, einmal Doppelblitz. Boing. Einmal wunderschönes friert dir die Eier ab. Da-da-da. Habt ihr ins Gras gebissen und wie ihr ins Gras gebissen habt? Ja, es ist jetzt gutes Level Up. Das ist schön. So, Shinra-Motto. Die Zukunft von Shinra ist die Zukunft der Welt. Makro-Energie für eine bessere Welt. Ja klar, warum nicht? So, ah, da ist es. Turtle Paradies Nummer 2. Wieder neigt sich ein harter Tag dem Ende zu. Was kann es jetzt Schöneres geben, als sich in aller Ruhe ein kühles Bier schmecken zu lassen? Wo ich Turtles Paradies einfach mal reinschaue? Am besten noch heute. Alles klar. Gut, können wir gegen euch auch battlen. Nee, ihr rennt einfach weg. Ihr Trottel, wie ihr Schiss habt vor mir. Hallo, hallo, hier bin ich, hier bin ich. Okay, sie sind jetzt weg. Gut, da hinten ist ein Shop. Da gehe ich auch erstmal jetzt kurz rein. Weil vielleicht kann ich ja was einkaufen hier, Sinnvolles. Okay, die Truhe, die können wir noch nicht mitnehmen. Willkommen, heute haben wir etwas Besonderes im... Hier ist ja Geld. Wollen kein Geld. Babylons ist keine Räuberbande. Wir holen uns nur das zurück, was uns dein Boss, das alte Aas, geklaut hat. Babylons? Wir tun dir nichts. Kann sogar... sei, dass wir dir Geld geben, wenn du uns hilfst. Ja gut, in Ordnung. Gut. Ja, super. Ich habe jetzt gedacht, ich kann Waffe mitnehmen. Ein Scheißdreck. Danke und beehren uns wieder. Das natürlich nicht. Ja, ja, klar. Also wir drauf Bock haben, hier im Shinra-Gebäude Geld zu verblemben. Ich hätte eher gedacht, ich krieg hier noch eine gescheite Waffe. Aber das ging leider auch in die Hose. Gut, dann nehmen wir mal den Aufzug. Und gehen ein paar Stockwerke höher. So, Aufzug-Time. Auf. Bam. Was ist denn los? Ich wollte keinen Lärm schlagen, bevor wir Aeris gerettet haben. Aber wir hätten klar sein müssen, dass es nicht gehen würde. Was ist denn mit dir los? Sogar du kämpfst also auch mal für andere. Ich bin beeindruckt. Wen interessiert's schon, was dich beeindruckt? Weißt du, ich kann mich da nicht so doll ausdrücken, aber ich entschuldige mich für eine Menge Sachen. Was? Da! Verdammt! Egal, wo Cloud, halt einfach nur an. So, gut, jetzt. Und wo sind wir? Etage 19. Und es erwartet uns gleich ein Battle auf uns.
Oh, ein schöner Roboter. So, gut, nee, das lassen wir. Baller mir lieber rein. Oh, Tifa auch gleich ihr Limit Break am Start. Bam, bam, 41, gut. Und das müsste reichen, rein theoretisch. Wenn nicht, nee, muss so nochmal Eis. Oh, oh, okay, doppelter Schutz, alles klar. Einmal Eisballern. 100 und das ist dann doch die Geschichte. Sehr schön. Das läuft doch alles wie geschmiert gerade hier. Sehr gut. So, gut, aber jetzt muss ich aber mal ein bisschen Zauber machen, ne? Gut, wer hat die meisten Magiepunkte? Das wäre eigentlich Cloud. Gut, einmal aufladen. Nee, du brauchst nichts, Barrett. Du hast genug Energie. Gut. Und stopp. Oh, 29 sind wir schon. Oh. Oh nein! Nein, ist schon in Ordnung. Mein Fehler, ich gehe dann wieder. Herrje! Okay, das war ja mal lustig. Gut, warten wir noch einen Moment. Noch nicht, jetzt. 36. Okay, Battle Time, immer schön aufleveln. Was ist es wieder? Oh, das sind zwei große Tiere, die auf uns warten hier. Sehr gut, jetzt hat jeder... Warte mal, einmal Rauben will ich. Hoffentlich schickst du nicht beide in die Hölle, Cloud. Einen, gut, kannst du noch rauben? Wie, du kannst nicht stehlen? Eieiei, dann mach halt mal Eis drauf, Tifa. Okay, der ist auch in der Hölle. Oh, diese Möpse, diese Melonen. Urr. So, weiter geht's im Eingemachten hier. Hören wir mal mit dem Blödsinn mal auf. Gut. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duck. Was haben wir? 51. Hallo, gut. Battle Time, oder? Yep. So, okay, du bist alleine. Du hast ja echt nichts drauf außer Luft bestimmt. Gut, ich mach zweimal Blitz. Hoffentlich reicht das. Soweit. Einmal Blitz. Und der zweite zimmert ihn natürlich zurück ins Grab. Da gehörst du auch hin, zum Friedhof. Level up für Barrett. Wunderbar. So. Gleich stoppen, direkt. Ah, okay, das ist Endstation. Gut, Endstation, Etage 59. Gut, hier müssen wir irgendwo, glaube ich, einen finden. Vernichtet die Eindringlinge! Ach, komm, kommt, Leute. Nehmt irgendwo da hinten, zieht eine Nummer und dann sehen wir es weiter, wie es hier verläuft. So, einmal Blitz für dich. Einmal Eis für dich. Und einmal Blitz für alle. Oh, Doppelschuss. Drecksack. So, einmal Blitzi. Boing, 101 ziehst dir es ab. Und du machst einmal Eis. 86, das ist nicht viel. Und für alle einmal Blitz. So, gut. So, da hinten hin. Oh, okay. So, einmal Blitz da hinten hin, einmal Eis jetzt hier vorne. So, jetzt wird es langsam Zeit, ihn einen in die Hölle zu schicken. Das wäre schön. Der eine ist in die Hölle. Oh, Rollschleuder. 58. Was bist denn du für ein Babsack? So, du kriegst Feuer. Dass ich dir den Hinterarm abbrennen tue. Mensch, Tifa, Cloud braucht doch keine Hilfe. Unmöglich, aber stimmt, sie hat ja den Schutzfaktor, also tut sie sich automatisch vorwerfen, obwohl sie eigentlich, sag mal, die wenigste Energie von allen hat. So, Cloud ist Level up und Tifa genauso, sehr schön. So, was geht hier? Ah, was ist das? Schlüsselobjekt Code 60, sehr schön. Wisst ihr, was das ist? Ich sag's euch gleich. Das ist nämlich die Schlüsselkarte, dass wir die Etage Nummer 60 betreten können. Sehr gut. Auf. Und rein mit dir. So, Etage 60, bitte. Gibt's kein Gespräch? Barrett guckt so finster.
Also das dauert lang, um eine Etage hochzugehen. Ganz komisch. Also ich muss mit euch reden. Ups. Ich hoffe, Aris geht es gut. Jetzt kommt's drauf an. Verrat dich bloß nicht. Oh, eine kleine Zwischensequenz. Wie wir bestimmt, ja, aus dem schönen Nummer 60 hier rauskommen. Hm, gut. Schauen wir mal hier. Okay. Interessant, was geht hier ab? Leute wie du gehören nicht hierher. Na los doch, raus hier. Okay, gut. So, ah, ich kenne das. Schau sie dir nur an. Die Wachposten rennen herum wie aufgescheuchte Hühner. Cloud, du gehst voraus, gib uns Anzeichen, sobald wir nachrücken können. So, gut. So, wie sieht's aus? Okay, da kann ich noch gemütlich rüber. So, darüber und jetzt darüber. Sehr gut. Wir haben die Mitte erreicht. So. Warte, bis die Soldaten sich umdrehen und drücke dann okay. Alles klar. So, da können wir einmal okay drücken. Jetzt nochmal und jetzt nochmal. Gut, jetzt kann Tiffa kommen. So, sehr schön. Sehr gut. Und wunderbar. So, jetzt wird's queasy. So, eins. Gut. Okay, Cloud ist weiter. Okay, jetzt Barrett. Einmal Barrett. Okay, warten. Jetzt. So, Barrett kann. Und durch mit dir. So, Tiffa. Warte mir lieber, genau. So, warte mal lieber, bis sie wieder auf die andere Seite rennen. Genau, wunderbar. Das hat doch wunderbar geklappt. Okay, jetzt steigt die Party. Vergiss nicht, wir sind hier, um Aris zu retten. Teufel, ich weiß. Gut, wir haben das geschafft. Und jetzt sind wir in Etage 61 und müssen uns die nächste Karte organisieren. Ich kann mich nicht erinnern, dich schon gesehen zu haben. Bist du neu hier? Du bist vielleicht süß. Lass mich dir ein paar Dinge beibringen. Dinge? Du brauchst gar nicht so blöd zu gucken. Ich wollte dir nur zeigen, wie man ins nächste Stockwerk kommt. Die Leute, die in der Firma das Sagen haben, sitzen in den Stockwerken oberhalb des 60. Das kommt man ohne Codekarte aber nicht hin. Wenn man eine Codekarte hat, kann man die Aufzüge nach Belieben benutzen. Well, schon hörst du die, wie sich die Tür öffnet. Denk dran, dass es verschiedene Arten von Karten gibt. Mit nur einer Codekarte kommt man nicht überall hin. Zum Beispiel kommt man mit der Codekarte 60 nur in den 60er Stock, mit der 65, ja, das ist klar. Für ein Unternehmen wie Shinra ist so ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem nur recht und billig. Schließlich laufen hier die Zügel der Macht über Midgar und der ganzen Welt zusammen. Oh, ich muss gehen an die Arbeit. Gut, wir müssen hier irgendeinen ansprechen. Wo bleibt die? Sie denn? Hat sie ihre Codekarte vergessen? Oberhalb des 16. Stockwerks haben auch Firmenmitarbeiter nur mit Codekarte zu dritt. Ja, aber hier gibt's irgendeiner, der kann uns eine Karte geben. Wer zum Geier bist du? Was hast du hier zu suchen? Wo ist Aris? Aris, woher kennst du diese Namen? Du bist doch nicht etwa Aris, du meinst das Kind, die Pförtnerin. Um die habe ich mir auch schon Sorgen gemacht. Womit weitere Konkurrenz das Feld betreten hätte? Wie? Soll das heißen, sie ist es nicht? Es ist jemand anderes? Nee, das war nicht. Was ist mit dir? Dies ist die Launch-Etage in den Stockwerken. Darüber sitzen die großen Tiere der Firma. Es ist ganz schön hart, ständig einen Chef über sich zu haben. Das schafft einen völlig. Ach, sehr blöd. Was ist mit euch? Gebt ihr mir die Karte? Mir war es so, als hätte ich weiter unten gerade Gradau gehört. Was war denn da los? Keine Ahnung, aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Oberhalb des 60. Stockes ist alles sicher. Ja, ja, klar, wenn du das meinst. Mir war es so, als hätte ich... Achso, das ist das Gleiche. Gut. Aber so viel ich weiß, gibt es irgendwo hier eigentlich, wo wir eine Karte bekommen. Oder müssen wir erstmal ein paar Stockwerke höher? Schauen wir mal. Stockwerk 62. Da kommen wir schon mal nicht raus. Oder? Das glaube ich nicht, oder? Wir haben ja nur... Ja, das geht nicht. So, 63 geht auch nicht. 64 auch nicht. 65... Oh! Battle Time! Battle Time! Battle Time! Ach, du Pappnase, ey. Du kannst ja eh nichts drauf außer Luft.
So, das müsste schon reichen. Einmal Blitz und einmal Eis. Wunderbar. Obwohl Eis da genauso fast viel abgezogen hat wie Blitz. Muss ich schon zugeben. So, das Loco-Kraut. So, weiter geht's. Etage 65. Ah, da müsste ich eigentlich mal raus. Das wäre schön. Was ist 67? Da komme ich auch nicht raus. Alles klar. Was geht 68? Da komme ich auch nicht raus. Was ist mit 69? Da geht es schon mal gar nicht raus. Interessant. Gut, jetzt muss man irgendwie da hochkommen. Aber ich glaube, ich kann jetzt wieder runter, rein theoretisch ganz runter. Und da müsste ich reinkommen. Rein theoretisch. Abgeschlossen. Schade. So, 64, da geht's auch nicht raus. Ich brauche ja natürlich die Codekarten, sonst komme ich da nicht weiter. So, 62, so, das sind wir in der Launch. So, ich kann mich nicht erinnern. Ja. Ich hab's gerade. Ach, das ist aber schade. Gut, jetzt spreche ich nochmal jeden an. Oh, ich verstehe, also bist du vermutlich, wie heißt das nochmal? Genau. Sieht aus, als würden sich das Gebäude hier langsam in seine Bestandteile auflösen. Die Tür steht sperrangelweit offen. Das muss sofort in Ordnung gebracht werden. Wenn du schon dabei bist, kannst du dich auch gleich um die anderen Stockwerke kümmern. Ich gebe dir das hier. Code 62. Sehr schön. Da haben wir schon mal für 62. Sehr gut. Sehr gut. Läuft doch wie geschmiert. So, da können wir gleich zu ihm hier hingehen. Oh, und wer könnten Sie sein? Sie sind sicher dieser Domino Bürgermeister von Midgard? Ich bin aber nur pro forma Bürgermeister, die Stadt und alles in ihr Wert von der Shinra Inc. geführt. Mein einziger echter Job besteht darin, Shinra-Dokumente zu verwalten. Ich, der Bürgermeister am Bibliothekar. Oh, Sie möchten nach oben, wenn Sie das Passwort erraten, gebe ich Ihnen natürlich eine wunderschöne, atemberaubende Codekarte. Ja, genau, erraten Sie das Passwort und ich gebe Ihnen meine Codekarte. Wenn Sie es beim ersten Versuch erraten, bekommen Sie noch ein Spezialobjekt dazu. Gut. Alles klar, dann sag's. Ich glaube, es war Mako, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss jetzt gerade mal kurz überlegen, Leute. Also, ich glaube, es musste Mako gewesen sein, aber sicher bin ich mir gerade wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Soll ich es ausprobieren oder soll ich es halt eher nicht ausprobieren? Ich weiß es halt nicht. Das ist halt sehr, sehr squeezy, aber ich probiere es aus, weil es könnte nur Mako sein. Mako? Das klingt gut, Mako. Wenn ich mehr hätte, wäre ich echt ein echter Bürgermeister. Okay, nehmen Sie. Codekarte 65. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie es beim ersten Versuch schaffen. Man soll eben nie nach dem Äußeren urteilen, genau wie bei Büchern. Aber versprochen ist versprochen. Hier noch etwas. Nebenwirkung. Okay. Sie fragen, weshalb ich sowas tue? Natürlich aus Rache. Shinra hat mich gequält. Deshalb war ich eben etwas unfreundlich. Fahrt nur hoch und zeigt's denen mal so richtig. Die werden sich wundern. Okay. Alles klar, dann tun wir gleich doch die Materie ausstatten. Mal gucken, wer Platz hat. Okay, Tiff hat noch Platz. Nebenwirkung. So, gut, dann haben wir das auch gemacht. Sehr gut. So, dann haben wir die Codename, die Codekarte für Nummer 65. Rein theoretisch müssen wir jetzt... wir haben jetzt alle Codekarten. Sehr gut. Rein theoretisch könnte ich ja auch das hier machen. Das ist so ein sehr, 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 sehr lustiges Spiel jetzt hier. So. Piep, piep, piep. Prüfe Codekarte. Arbeitestufe B. Okay. Du darfst maximal 3 Türen auf dieser Etage öffnen. Knack, tausche ein Coupon. So, Achtung, nie unbesonnen die Lüftungsschächte betreten. So, gut. Das kenne ich, glaube ich, noch. So, das heißt, ich muss hier einmal, ja, die Tür öffnen. So. Jetzt muss ich gucken, was ist sinnvoll. Ich glaube, die hier muss ich... Oder? 3 Türen, hat er gesagt. 3 Türen.
3 Türen kann ich öffnen. 3 verdammte Türen. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, Leute. Ich muss mir gerade die Taktik kurz mal überlegen. So, ich muss es eher von da unten mir mal anschauen. Besser. Gut, das wären 2 Türen. Das ist schon mal unnötig. So, 3 Türen. Ich muss... Okay, da ist eine Tür, da ist eine Tür. Das ist halt jetzt squeezy. Ich darf nur 3 Türen öffnen. Im Lüftungsschacht kann ich ja rein theoretisch auch rein. Das ist es halt. Das ist halt so gerade eine Etage. Ja, das ist sehr, sehr... das ist halt so squeezy gerade. So. Eine Tür haben wir hier geöffnet. So, das heißt... Die hier eventuell. Ja. So. Da sind noch 2 Türen. Das ist squeezy gerade. Ich guck mal, ob ich in die Schächte erstmal reinkomme. Das ist gerade so eine Sache. So, natürlich. Ein Lüftungsschacht sieht nicht so aus, als könnte ich reinklettern. Okay, das ist aber schlecht. Wir müssen nämlich zum Lüftungsschacht. Das ist Fakt. So. Ah, da rein. Alles klar, hier rein. So, jetzt sind wir im Lüftungsschacht. So, Kupo A. Reinklettern. Ja, rein mit dir. So. Dann kommen wir hier raus. Ja, sehr gut. Dann kommen wir da raus. Hoch, hoch mit dir. Es passt hier soweit. Dann haben wir das zweite Coupon. Genau, genau. Alles klar. Dann hier diese Tür, die letzte. Und das letzte Coupon. Gut, dann haben wir alle Coupons. Was will man mehr? Gut, jetzt müssen wir nur wieder raus. Rausklettern. So, rein theoretisch kann ich ja auch hier raus. Oder? So, und alle Coupons einlösen. Bebeben. Coupon eintauschen. Du kannst deine Coupons gegen Objekte eintauschen. Die folgenden Objekte stehen zur Wahl. Coupon A, stellen Medaillon. Ja, 4 Fassungen. Material. Sehr gut. Wenn du erst einmal Coupons gegen Objekte eingelöst hast, kannst du die Funktion alles löschen nicht mehr verwenden. Ja, ja. Ja, ich will sie einlösen. Es sind ja nur 3. Sehr gut, sehr gut. Wir haben noch eine Materie alle bekommen. Was will man da mehr? So, gut. Du hast Gewitter drauf. So, Analyse. Das ist halt jetzt Humbug. So, Kälte, Schutz. Soll Schutz drin lassen. Nebenwirkung. Ach, Nebenwirkung machen wir mal weg und machen mal Kälte rein. Gut, das ist soweit dann in Ordnung. So, dann haben wir alle... Oh, wir haben ja noch ein paar Ausrüstungsgegenstände. Was ist da? 4 Slots. Das ist ja ganz schlecht. Schellmantel, Schutz vor Gift. Sinnvoll. Ja, machen wir es mal zu Cloud erstmal. So, gut. Alle Türen haben wir, alle Coupons haben wir. Alle Materie haben wir auch noch bekommen. Sehr schön. Gut, dann gehen wir zur Etage 64. Werden hier ein Nickerchen machen, natürlich. Wir ruhen uns ein bisschen aus. Sehr gut. Und haben jetzt volle Energie und alles. Sehr schön. 10 Speicherpunkte. Gut, wir werden hier auch abspeichern. Und diesmal werde ich halt den Part etwas kürzer halten. Ich meine, das reicht erstmal. Es ist halt mal 24 Minuten anstatt mal 30 Minuten. Ich meine, das passt auch. Das Shinra-Gebäude können wir ja auch in 2 Parts natürlich durchmachen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Final Fantasy 7. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.